So, hallo zurück. Ich habe die Nacht jetzt überstanden. Ich habe noch ein bisschen geheilt. Ich will jetzt mal diesen neuen Köder ausprobieren. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Und ich darf es nicht versauen. Ich habe gemerkt, dass die Aufnahme, der Ton sehr leise war. Aber ich mal gucken, ob ich es nochmal nachbessern kann. Ein Seebarsch. Ob sich das jetzt so lohnt? Gut, ich wollte jetzt hier nicht die Zeit mit dem Moment verschwenden, aber so haben wir das mal gesehen. Jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Muss ich mal irgendwie ändern. Hier war sogar noch Essen drin. Tatsächlich haben wir es nicht alles aufgegessen. So. Kann ich das jetzt mal ändern? Oh, Tüte. Nee, also nicht weitergekommen. Ach so, ich hatte ihn ja wieder zum Steine sammeln geschickt. Sind ja bloß 6 Stück. Na, 100 Steine ran, das tu den Werk. Jetzt mal los und holt neue Sachen oder hat er ein Problem?
Okay, mal gucken. Wie weit sind wir jetzt hier? Hier fehlen auch nochmal 6. Also jetzt noch 5. Ah ne, hier fehlen ja bloß noch die. Die Dinger, die Rinde. Nur noch 12. 12 mal Rinde. Acht. Okay, dann wollen wir noch mal einen bauen. Weil er schafft das hier anscheinend nicht so richtig gut. Dass sie eine einfache Werkbank haben. Machen wir dasselbe für Holz. Okay, das macht er jetzt. Er räumt da auf. Wir brauchen große Steine, es hilft nichts. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier an Mauern bauen kann. Mach mal ein Tor. Na gut, daraus kann ich dann nochmal. Das mit dem Fall verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss ich das hier erstmal neu auswählen? Okay, man hat aber eine Achse, das ist ganz gut.
2 baue ich hier hin. Das wird ja eh überall, ja. Die Seile. Kann ich das hier benutzen oder nicht? Gut, das müsste hoffentlich reichen. Das ist eigentlich Quatsch hier, aber lass uns mal. Und was haben wir hier noch? Hedgetower? Watchtower hört sich gut an. So. Okay. Sie kommt ja auch gar nicht nach. Kann ich ihn gleich zum Holz holen schicken nochmal? 4. Ist doch machbar sein, dass sie nochmal 4 Dinger hier ranholt. Achso, die Fackel geht automatisch abends an. Verstehe. Das ist ja mal gut.
Jetzt wäre mal gespannt, was das die Heilhütte macht. Okay, ich muss wahrscheinlich das Feuer erstmal machen. Jetzt lege ich mich hier hin. Jetzt die Frage, ob ich hier noch einen Heiler brauche. Sieht so aus. Ich glaube, ich brauche einen, der hier den Heiler macht. Aber ich heile auch so ein bisschen. Also die Geschwindigkeit geht jetzt. Ich hoffe, dass es mit dem Heiler wahrscheinlich schneller geht. Jetzt bin ich geheilt, jetzt schlafe ich noch mal kurz. Es war erst 2:30 Uhr. Dann hole ich mir mal noch ein paar. Das hat hier nichts zu suchen. Oh, da ist gar nichts drin. Beeren habe ich mal selber gegessen. Das ist jetzt doof. Ich wollte eigentlich noch was kochen. So, was können wir denn noch bauen? Housing. Ein Cottage. Ein Langhaus. Was pfeift hier immer? Also so wie so eine Hundepfeife. Ich weiß ja nicht, wie groß das noch wird. Spannender wäre jetzt, wie ich bitte eine größere Pickaxe baue.
Okay, das habe ich alles. So, Steine ohne Ende und wieder große Baumstämme. Nun gut, mal gucken. Ich hatte ihn ja jetzt hier eingeteilt, glaube ich. Tee. Er holt mir jetzt große Steine. Ich muss was trinken. Trinken. Essen ist auch schon wieder alle. Ja, da war ja noch die Idee mit dem Smoke. Moment. Kann ich nicht drauf bauen? Das geht nicht, okay. Ein bisschen Platz hier auch wieder für. Okay, kann ich nicht bauen. Mal ehrlich jetzt. Das war noch
unglückliche Version vom Baron, wo ich das einzeln machen muss. Aber es könnte funktionieren. Oh, was ist das? Der ist ja ganz schön groß. Klappt so nicht. Aha. Das ist ja natürlich jetzt schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Wie soll ich denn gegen den was schaffen? Ich fange jetzt von vorne an. Okay. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen crazy. Er ist ja auch fast tot. Gut, okay, ich muss das, glaube ich, Ganze nochmal neu und komplett umkonzipieren hier. Wenn so eine Viecher jetzt hier ankommen. Gehe ich davon aus, ich werde nochmal neu starten. Also hier nochmal den Save-Punkt nochmal machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich habe hoffentlich schon was angefangen. Bis dahin. Tschüss.